Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Gran Turismo Sportfans, herzlich willkommen hier auf dem Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen. Wir sind hier insgesamt zwei Runden unterwegs, also das große Layout, einmal das GP-Track-Layout plus die grüne Hölle sozusagen. Ja, wir haben hier siebenfachen Treibstoffverbrauch, achtfachen Reifenverschleiß, wir haben die harte und mittlere Mischung zur Verfügung. Ja, müssen hier die harte einmal gefahren haben, mit der ich jetzt auch gleich losfahren werde. Ja, P4. Nicht ganz so schlecht, schnellster Audi TT hier im Feld. Auf der Pole Position haben wir, ich meine, es müsste ein Toyota sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. VW Scirocco auf 2, Alfa Romeo 4C auf der 3 und dann komme ich. Ja, ich freue mich gleich auf ein spannendes Rennen und hoffe, dass es zumindest bei diesem Platz bleibt oder noch ein bisschen nach vorne geht. Ja, liebe Zuschauer, gleich geht's hier los. Ich hoffe, das wird ein gutes Rennen. Ja, sieht so aus, der auf der Pole, das müsste ein Toyota sein. Sonst kenne ich die Autos hier fast auswendig alle, aber da muss ich jetzt vorhin mal eben kurz überlegen. Ja, Audi TT deswegen, weil ich mit dem hier schon öfter gefahren bin und sehr gut hier zurechtkomme. Auch von der Zeit her kann der sich sehen lassen. Ja, Gruppe 4 Rennen im Übrigen. Und gleich geht das los hier. Ja, ihr könnt es rechts oben sehen. Das große Layout hier auf dem Nürburgring. Inklusive der Nordschleife. Und los geht's. Ja, hinter mir ging es eng zu, bin ich gut durch die erste Schikane gekommen. Da vorne kämpfen die zwei Deutschen. Scirocco gegen den Audi. Toyota, meine ich. Oh, da ist der Scirocco weit rausgekommen. Alles gut gegangen ohne Strafen. Ja, eine Sekunde Vorsprung vor dem Subaru WRX hinter mir, gefahren von Dänen. Auf der 5 haben wir noch einen Audi TT Cup. Auf der 6 noch ein Ferrari. Beiden fahren wir noch ein bisschen davon. Gut möglich, dass sie auf dem mittleren unterwegs sind. Ich kam mit dem mittleren zwar hier sehr gut zurecht, aber am Ende der Runde machen die da schon ziemlich schlapp und ja. Man hat eigentlich nicht mehr den Grip, den man braucht. Zumindest ging mir das so. Oh!
ist aber sehr weit rechts rausgekommen. Und der Erstplatzierte hat noch eine Strafe. Ja, das wird noch spannend hier. Zwischen uns drei Deutschen hier an der Spitze. Hat es auch jede Menge Strafen gehagelt, sehe ich. Über 3 Sekunden Vorsprung zum Fahrer hinter mir, das ist jetzt mittlerweile ein Peugeot RCZ. Ja, 2 Sekunden habe ich Rückstand auf den Scirocco vor mir. Aber solange ich ihn noch sehen kann, ist alles gut, sage ich immer. Gespannt, was der Erstplatzierte für eine Strafe hat, also wie hoch das Ganze ist. Könnte aber auch irgendwas bloß wegen Track Limit sein. Aber könnte ihn am Ende die Führung kosten. Wir werden sehen. Das war die Leitplanke. Ja, der Teil hier ist nicht einfach auf der Nordschleife. Der Toyota ist irgendwie weg, oder wie? Im Moment sehe ich ihn nicht mehr. Nee. Trotzdem ist er schnell, der Scirocco, muss ich sagen. Eiert zwar hier immer wieder mal ein bisschen rum, aber
Trotzdem schaffe ich es nicht so richtig an ihm vorbeizukommen, aber jetzt vielleicht auf der langen Geraden mit Windschatten. Das sind nur 8 Zehntel. So, jetzt kann man mal kurz ein bisschen verschnaufen hier. Ja, Boxenstopp müssen wir auf jeden Fall einlegen. Schon allein wegen dem Treibstoff und wegen den Reifen sowieso. Trotz Windschatten, ich komme nicht so richtig ran. Immerhin sehen wir den Führenden da vorne wieder. So, ich nehme wieder die harten. Mit dem mittleren habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Ein bisschen tanken müssen wir noch. Und dann geht's los in die zweite Runde hier auf dem Nürburgring. Ich hoffe, dass ich jetzt auch wieder als Dritter hier irgendwie rauskomme. Aber das dauert wieder ewig. Ich verstehe das gar nicht im Spiel manchmal. Sitzt man hier und wartet. Ja. Über 20 Sekunden. Wahnsinn. Ja, tanken muss leider sein, sonst schaffen wir die Runde nicht. Und los geht's. Tja, das ist das, was ich meinte. Jetzt komme ich hier als Sechster raus. Siebter. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, ja. Komisch. Wir hatten ja so viel Vorsprung vor den anderen. Ich glaube, da sind welche dabei, die nicht zur Box sind. Das kann nicht anders sein. Der Scirocco ist quasi ja, der Führende. Der Toyota ist vor mir. Und dann haben wir noch drei andere auf 1 bis 3. Mal sehen, wie das am Schluss aufgeht. Ich glaube nicht, dass die an der Box waren. Ja, warten wir es ab. Vorne geht's eng zur Sache. Vor mir jetzt ein Toyota Supra. Offensichtlich ist der Scirocco und der Toyota an dem vorbei. Ja, muss ja so sein. Während ich das so erzähle, macht er hier einen Abflug. Oh! Dachte, der sei noch nicht wieder auf der Strecke. Also sichtbar meine ich. Eigentlich nur ganz schnell an dem vorbei, aber gerade noch mal gut gegangen. Ja, P5 im Moment. Ich habe ja noch Hoffnung, dass die ersten zwei, dass ihnen entweder der Sprit ausgeht oder die mit dem mittleren Reifen unterwegs sind. Verpasst haben, sich die Harten zu holen.
Ja, den Supra konnte ich zum Glück hinter mir lassen. Keinen, der mir irgendwie an der Stoßstange klemmt. Ja, hier mache ich Fehler, weiß nicht warum, aber... Knappe Sekunde vor mir der Scirocco, eigentlich ähnlich wie vorhin in Runde 1. Ja, der Mazda Atenza ist auf 1, der Toyota 86 auf der 2 und noch ein Nissan GT-R auf der 3. Ja, wie gesagt, wir werden mal sehen, wie es am Ende aufgeht. Zwei Engländer da vorne auf 1 und 3 wirklich jetzt durch den Boxenstopp an uns vorbeigekommen sind und dann nachher auch da bleiben, denn das geht es ja letzten Endes. Dass sie vorbeigekommen sind, ist ja klar, aber ich kann es noch nicht so glauben, dass das so passt. Wir werden sehen. Ja, wir nähern uns dem Ende so langsam, der zweiten Runde. Ah, da vorne sind sie alle, 2, 3, 4, alle sehr eng beieinander. Scirocco ist an dem Mazda vorbei. Ja, und ich bin leider zu weit weg, vermute ich mal, um hier vom Windschatten Gebrauch machen zu können. Ein bisschen vielleicht, aber... Ja, doch, funktioniert. Ist nur die Frage, ob ich an dem vorbeikomme und ob er mitspielt, ja. Das ist ja immer das andere noch. Wenn der abblockt, dann fliege ich hier einfach ab und das war's.
Okay. Zumindest mal zurück auf der 4. Meinem ursprünglichen Startplatz. Ja, und ich hab's gewusst, der Toyota 86 gewinnt. Der Engländer wurde vermutlich nach hinten geschoben und ich hoffe, ich komme jetzt auch auf die 3. Blöderweise nicht. Dann hat er den noch regulär überholt, so wie es aussieht, okay? Ja, schade. Knapp am Podium vorbei. War ein gutes Rennen. Solide Sache. Von P4 gestartet, P4 ins Ziel gekommen. Hier auf dem Nürburgring. Ja, liebe Zuschauer. Das war's auch schon wieder von diesem kleinen täglichen Online-Rennen im Audi TT Cup. Wie gesagt, super Fahrzeug hier auf dem Nürburgring. Kann ich nur empfehlen. Ja, das Schöne ist am täglichen Online-Rennen, man kann es immer wieder versuchen. Mache ich vielleicht auch nochmal. Wir schauen mal. Bis dahin, Leute. Ja, wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß im Zocken. Ihr könnt den Kanal hier sehr gerne abonnieren, einen Kommentar da lassen oder ein Gefällt mir, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video hier wieder. Bis dahin, keep racing. Bye, bye. Ciao, ciao.